Guten Morgen, es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit und ich drehe mir gerade hier den Wolf, weil ich eine Riesenportion Müsli oder Haferflockenbrei oder was auch immer heute kredenzen möchte. Und es gibt nämlich immer so ein paar Leute, die machen so ganz super geile, feine Sachen, die aber total schnell weg sind und von denen keiner satt wird. Ich bin immer beim Rohkost-Potluck derjenige, der so die großen Portionen mitbringt von Sachen, die einfach gut schmecken, die vielleicht jetzt nicht exorbitant ausgefeilt sind, aber ja, wo man einfach satt wird. Weil ich möchte, dass jeder, der zum Rohkost-Potluck kommt, satt wird. Und ich möchte auch die Leute ermutigen, die wirklich kleine, feine Sachen machen, zum Probieren so, die einfach nur eine Torte machen und wo dann natürlich keine 40, 50 Leute davon satt werden, aber die einfach, ja, einfach so was ausprobieren und die Rohkost so ein bisschen in einem anderen Licht präsentieren für den einen oder anderen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja, ich drehe mir hier seit einer Stunde den Wolf und es wird weitergedreht und geht gleich los dann. Und dann gibt es wieder Impressionen vom Rohkost-Potluck. Der Schnee ist weggetaut, zumindest fast. Und ja, die Sonne scheint. Es kann gar nicht schöner losgehen am Morgen. Ich freue mich total aufs Rohkost-Potluck, auf einen wunderschönen Tag. Und es sind auch wieder viele neue dabei. Natürlich so besonders geil. Ja, wenn du den Schlamm einfach warten kannst. Oh. Potluck, Parkplatz. Ne? Diesmal ist sehr stark gefüllt. Da ist jetzt die Frage, ob die alle zum Potluck gehören. Ja, schon geil. Ich glaube nicht. Wir sind relativ früh. Aber wir sind auf jeden Fall nicht pünktlich. Das kann schon sein, dass der eine oder mehr ist. Das Vorgang waren ja auch 30. Ich gehe mal davon aus, dass das Wetter ist bombastisch. Es sind ungefähr jetzt 3 Grad, aber die Sonne scheint und es ist auf jeden Fall trocken. Ich glaube halt schon, dass ziemlich viele heute kommen werden. Das heißt, ja, wir sind bestimmt mindestens wieder 30 oder 40. Und ja. Das Schöne ist, es gibt keine Potluck-Saison mehr, irgendwie nur wenn es warm ist, sondern das ganze Jahr weg. Und ja, jetzt kommen auch so langsam die Menschen aus dem Knick, die halt im Winter sagen, boah, das ist mir zu kalt. Und naja, aber umso schöner sind wir dann auch wieder mehr Leute. Obwohl, so wenn es ganz viele sind, also im August, da waren das mal über 100. Das war schon grenzwertig, weil da hast du fast nicht zu jedem eine Verbindung aufbauen können. Naja. Dann wird es auch schwer, dann bei mir alle Werwolf spielen oder was auch immer. Naja, deswegen, die Winterpotlucks sind besonders intim. Und ja, ich bin auch schon wieder barfuß unterwegs. Jetzt, ja, quasi seit der Wanderung durchweg. Und ist recht kühl. Ich habe aber Ersatzschuhe mit. Und ja, wenn es dann einfach zu kühl wird, dann habe ich keinen falschen Stolz oder sonst was. Sondern höre auf meinen Körper und sage, ich ziehe die Schuhe wieder an. Und jetzt geht's zum Potluck. Das habe ich fast gedacht. Also jetzt sind schon so viele Menschen da. Dafür, dass es quasi noch nicht mal Buffet. Oh, Stargast hier. Ja, so viele Menschen da und auch so viele Hunde. Na du? Bist du auch dabei? Süße. Ja. Ah, ist schön. Das Wetter ist aber auch göttlich, muss man sagen. Göttlich. Göttlich. Hier ist ein Rotkohlsalat von Matthias. Da ist Rotkohl und Mungbohnensprossen drin. Sonst noch was Interessantes? Nein, sonst alles normal. Gut, danke Matthias. So, jetzt haben wir hier einen Blumenkohlsalat. Von wem ist der? Champignon Blumenkohl? Auch von mir. Und? Ist gut. Was ist drin? Blumenkohl und Champignons und Tomaten. Thanks for information, bro. Okay, dann haben wir hier, könnt ihr das vielleicht dann aufmachen? Jetzt das Buffet ist ja schon quasi fast eröffnet. Wir hatten hier diese komische, wir hatten hier... Warte mal. Zucchini-Nudeln. Nein, das sind Gurken-Spaghetti und das ist Käsesoße. Käsesoße, also Spaghetti Carbonara auf Rohkost sozusagen. Ja, genau. Dann haben wir hier, er hat sich mal sehr viel Mühe gegeben. Wer hat denn das gemacht? Gemischter Salat ist das. Oha. Mit einer Kürbiskern-Orangen-Zitronen-Dressing-Soße. Okay.
sehr, sehr, vor allem mit viel, viel Liebe. Oh, hier haben wir einen. Daneben ist noch so ein Rohkostbrot, das ist mit Kümmelfenchel und Anis für die Allergiker. Ach, hier ist auch was, ja. Anis und Kümmel. Mhm, interessant. Das ist eher so schüttelbrotmäßig, ne? Das ist auch nicht so Gewürzzeugs. Okay, dann hat hier jemand einen Joghurt gemacht oder was ist das? Nein, das ist ein Schichtsalat. Schichtsalat. Ach so, du musst von der Seite filmen. Muss man den umrühren? Ja, bitte, unbedingt umrühren. Okay, und was ist da Geschichte drin? Sellerie, Ananas, Apfel. Sellerie, Apfel und Erbsen, Paprika und eine Ketchup-Creme-Kübel. Oh. Dann Salatblätter mit Pilz, Paprika-Pilz, Gulasch. Paprika-Pilz-Gulasch. Ein bisschen versalzen. Okay, naja. Und eine Feigencreme. Das ist die Feigencreme? Feigencreme. Mit Kumquats. Okay. Wow. Dann ein Haufen frisches Obst und Gemüse. Das wird dann, nachdem die ganzen anderen Sachen, wird sich dann hier drauf gestürzt. Dann haben wir hier auch nochmal Möhren. Also Möhren sind heute sehr viele da. Aber Möhren, wisst ihr auch alles, das ist eins der vollwertigsten Lebensmittel überhaupt. 2,5 Kilo Möhren decken euren gesamten Tagesbedarf außer an Selen und Omega-3-Fettsäuren. Möhren ist ein Wahnsinnslebensmittel und zu Recht ist das heute hier sehr stark vertreten. So, dann haben wir hier Törtchen. Nee, das ist ein Buchweizen-Cracker mit geschälte Hamstarmcreme und getrocknete Tomatengurke und Alfalfa-Sprossen. Okay. Alles durcheinander. Dann eine Riesenschüssel und ein Klecks Saat drin. Ja, das ist, wenn man aus einer völlig fremden Küche sich versorgen muss. Ja? Also das sind Zucchini-Spaghetti mit Öl angemacht, Salz, Pfeffer, Oliven, getrocknete Tomaten. Pinienkerne. Pinienkerne habe ich noch die Tüte dort, falls sich jemand woanders noch was reinmacht. Dann kommt darauf Salat, wer es möchte. Es ist Pflücksalat da, Feldsalat und. Hättest du gleich reingemacht? Rucola. No, da kann sich jeder selbst aussuchen. Dann selbst gekaufte Sprossen. Tomaten, eine Melone und etwas, was wir heute noch gar nicht gesehen haben. Möhren! Sehr geil. Okay, dann haben wir hier, hat jemand Cracker gemacht? Mein Rohkostbrot, ja. Sehr geil. Das kann ich einfach mal ablesen hier. Ja. Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Hamsamen, Möhren, Gewürze und die hellen sind dann mit Braunhirsemehl und Leinsamen statt Hanfsamen und Sonnenblumenkerne. Sehr geil. Brot ist immer geil. Okay, dann haben wir hier Burger. Boah! Kleine Burger. Das ist das gleiche wie da drüben. Okay, das sind Törtchen, das sind Burger. Dann haben wir hier einen Sauerkrautsalat mit Linsensprossen. Der ist von Max. Oder? Das ist von mir. Das ist von dir. Okay. Da habe ich richtig gesagt. Linsen mit Sauerkraut. Oder gibt's genau. Berglinsen, Sprossen mit Sauerkraut. Okay, dann, das ist Fanny, okay, unverkennbar an den Packtellern. Ja. Ja, das ist ein Johannisbeer-Streuselkuchen mit garteneigenen TK-Johannisbeeren auf Basis von Buchweizen und Kokos. Okay. Na dann weiter hier. Ja. Ja, das ist Rohkostschokolade auf Basis von Cashews, Kakaobutter. Als Süßungsmittel habe ich Jakun-Sirup verwendet und noch so ein paar Superfood, so Aronia-Beeren, Mochi-Beeren, Sultanin. Ja, dann haben wir hier reife Bananen und hier haben wir noch weitere Pappteller. Fanny? Ja, das sind Maultaschen mit Bananen, Datteln und innen drin ist noch eine Füllung aus Kakaonips und ein bisschen Vanille ist noch dazu. Beziehungsweise Kakaobohnen in dem Fall sogar. Wow. Lecker, lecker, lecker. Und da hinten, was Herzhaftes wahrscheinlich? Genau, das ist was Herzhaftes. Das sind Apfel-Zwiebel-Cracker, garteneigene rheinische Bohnenäpfel, garteneigene Stuttgarter Riesenzwiebeln auf Basis von Leinsamen und Buchweizen und noch ein paar Gewürze, so Schabziger Klee, Curry. Dann haben wir hier Möhren, Gurken und Dip dazu. Ja, den Dip hat Chiara gemacht. Zitrone, Hefeflocken und so weiter. Okay. Irgendwelche Nüsse oder sowas drin? Nee. Vielleicht Sonnenblumenkerne? Genau, Sonnenblumen. Ah! Und dann hier haben wir einen richtig, richtig süßen, geilen Brei. Also das ist Rohkost, Haferflocken, also selber geflockt, heute früh eine Stunde da gesessen und mein Workout gemacht, dazu Orangen, Apfel, Kokos, Cranberries und viel Orangen. Also es sind, glaube ich, 3 Kilo Orangen gemixt als Wasser sozusagen. Kein Wasser drin, nur Orangen. Dann reife Bananen. Dann haben wir hier, was ist das? Das ist so Dattel, Haselnüsse und dann in der unteren Schicht sind Zimt,
und ein paar Kokosflocken und in der oberen ist ein bisschen Karotte und Kakao. Okay. Hier geht's weiter mit frischen aus der Natur Äpfel und Nektarinen sind das nicht? Äpfel. Äpfel und da drunter sind Birnen, alle vom Garten aus dem Hof. Boah, die sehen richtig geil aus, die Äpfel. Die gehören eigentlich nur die an. Hier sind auch welche draufgelegt worden. Nein. Ja, aber die sind hier. Ja, die sind richtig, richtig. Umso intensiver die Farbe, umso gesünder sind die meistens. Dann haben wir hier Joachims legendäre Kopie meines Dingsalat, Kohlsalates. Natürlich von Leber. Ist Topinambur drin. Oh, lecker. Ja. Zwiebel, Weißkraut, Apfel, dann noch Essig, Zitronensaft und Sonnenblumenkerne. Und Kreuzkümmel. Okay. Und eine Prise Salz. Und die Bananen, die legen wir nämlich einfach mal hier neben die anderen Bananen. Da haben die nämlich noch eine reelle Chance nachzureifen. Eine Stunde oder zwei. Ja, auf die Messe. Immer ein bisschen. Und hier haben wir einen nächsten Salat. Was ist das? Mangold und Gurke und dann Sonnenblumenkerne und Und dann haben wir hier Walnüsse. Ich hoffe, jemand hat einen Nussknacker dann mitgebracht und nicht bloß die Walnüsse. Wer hat denn die Walnüsse mitgebracht? Hast du einen Nussknacker dazu? Nee. Okay. Die werden wahrscheinlich heute nicht gut gehen, sag ich mal. Das kriegst du schon, ja? Naja, gut. Ja. Wir haben doch unseren Nussknacker. Ah, wir haben einen Nussknacker. Sehr geil. Zeigen, wie es funktioniert. Gut, da kannst du ja schon mal die ganzen Nüsse hier knacken. Und wir essen schon mal in der Zeit. Okay, dann hat jemand hier einen Obstsalat gemacht mit ganzen Früchten. Ja, mit Brombeeren und Weintrauben. Ja, schön. Auch von dir. Ja. Und dann noch Trockenfrüchte, Feigen und helle Rosinen, dunkle Rosinen. Einmal Fenchel und dann haben wir hier auch noch, hat jemand Zeug mitgebracht, Snacks, Coconuts, Biskus, alle so verschiedene Sachen. Wow, vegan von Saf. Jo, dann werden wir uns das schmecken lassen und ja, gut. Mhm. Okay. Ja, wir sind wieder auf dem Potluck und wieder ein neues Gesicht hier auf dem Potluck, der Simon. Der Simon ist das erste Mal hier und ja, wie ist das erste Mal auf dem Potluck? Den ersten Eindruck für die Leute, die das erste Mal hier zum Potluck kommen. Du bist ja nur im Winterpotluck, wo es recht beschaulich ist. Wir sind heute wieder 30 bis 40 Leute. Wie ist dein Eindruck, sag mal? Erstmal deutlich mehr Leute, als ich so dachte. Okay. Ja, wir haben ja. Also ich dachte, schon ist kalt, heute ist schönes Wetter, darum sind vielleicht auch noch mal mehr Leute gekommen. Und wir sind gemütlich und sehr, sehr leckeres Essen. Ja, war aber echt schnell weg, ne? Musste mal schon schauen. Was hast du eigentlich präsentiert hier? Ich habe gar nicht. Mit Mingen haben wir Blumenkohl, Tomate, Pilze und sonst was. Aber es war bestimmt nicht so intensiv gewürzt, oder? War nicht intensiv gewürzt. Ja, ich habe immer gesagt, lass uns noch ein bisschen Salz und vielleicht mal Gewürze dran machen. Ja, schön. Ja, und das Schöne ist, hier am Potluck ist immer so eine Art Vernetzung und da treffen sich so Multiplikatoren, die selber einen YouTube-Kanal haben, die einen Blog haben, die wie du jetzt eine Webseite haben, kommen wir auch gleich dazu. Was halt deine Webseite an sich ist ja auch schon ein Multiplikator, weil du auf deiner Webseite am besten sagst selber mal was. Ja, letztendlich ist ein Netzwerk Perspektive Gesundheit, darum aus perspektivegesundheit.de. Verlinke ich unten. Und die Idee ist einfach, es gibt so viele verschiedene Aspekte von Gesundheit und wir sind hier gut, alle beschäftigen sich mit Rohkost und genauso gibt es ganz viele andere, ob jetzt Veganer, Paleo oder sonst was und es ist nur Ernährung. Ja. Und ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie Leute dazu kommen und jeder kann sich mit was anderem identifizieren und ich möchte einfach eine Plattform bieten, wo wir verschiedene Perspektiven aufzeigen können und jeder kann sich einfach dann das nehmen, was ihn interessiert, womit er sich gerade identifizieren kann, was momentan passt. Und was so schön ist an der Seite, dass halt tatsächlich Sachen, die sich quasi, natürlich sagen, widersprechen, aber dass Leute quasi unterschiedliche Ansichten von Themengebieten haben, sich trotzdem auf dieser Seite auch alle wiederfinden, sodass man auf dieser Seite wirklich auch so diesen so eine Chance hat, das als gemeinsam zu begreifen, dass wir eigentlich wollen alle gesund leben, wir wollen alle ja, friedlich leben und respektvoll leben, aber jeder hat halt so ein bisschen eine andere Herangehensweise und jeder hat verschiedene Themen, die er bearbeitet. Und auf der Seite ist halt, bin ja mittlerweile auch da in Perspektive Gesundheit,
da ist halt alles vertreten. Und deswegen finde ich es ganz gut, so als Basis, als Link-Basis, wenn man sagt, hey, ich will mich mal informieren, da hast du nicht bloß einen Tunnel. Oftmals ist es doch so, wenn man sich irgendwie informiert oder wenn man bei YouTube ist es ganz charakteristisch, wenn du auf einem Kanal bist, dann werden dir die Kanäle empfohlen, die quasi so fast identisch sind. Und auf deiner Seite ist es halt tatsächlich nicht so. Finde ich halt echt cool. Und vor allem, was ich noch wichtig finde, letztendlich, man muss auch gucken, ganz viele verschiedene Themen haben aber trotzdem eine große Schnittmenge. Man kann einfach mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was sind jetzt wirklich die wesentlichen Sachen? Was ist so vielleicht auch die Grundidee von Rohkost? Was ist vielleicht von Paleo, wo die dann zusammenkommen und sagen, ey, ja, es sind vielleicht auch unverarbeitete Sachen zum Beispiel. Einfach diese ganz einfachen Sachen. Und man muss dann gar nicht zu tief in die Materie reingehen, sondern es sind die ersten wenigen Schritte, die eigentlich am wichtigsten sind. Die sollte man gehen und darum geht es mir am meisten. Oh, und wir gehen jetzt wieder die Schritte zum Buffet, um halt die letzten Speisen zu vertilgen. Es kommen immer noch neue, jetzt gerade welche ganz weit aus Baden-Württemberg gekommen, 7 Stunden Fahrt. Wir haben jetzt gerade wieder was Neues hingelegt und deswegen, ja, würde ich sagen, auf zum Buffet. Tschüssi. Wir sind ja hier auf dem Rohkost-Potluck, aber es gibt gewisse Subjekte, die sich hier halt nicht an die Regeln halten. Ist nicht gesellschaftskonform und ja, sowas muss man halt hier eben auch ertragen. Immer diese naja, das ist Rohkost, aber jetzt ist es nicht Rohkost. Das ist einfach deine Konditionierung auf Rohkost. Mach dich doch mal frei. Jetzt werde ich noch beschimpft. Ja, ich gehe nie wieder hier zu diesem Rohkost-Potluck nach Leipzig. Das ist alles noch fake. Oh, das Wetter ist so göttlich. Wow. Das ist die Sonne da hinten. Das ist einfach nur ein genialer Tag. Das ist wieder die Rohkost-Potluck-Saison auch für die, sag ich mal, etwas nicht ganz so hartgesottenen ist eröffnet. Es ist einfach nur Wahnsinn, was das hier für Wetter ist. Es lichtet sich langsam. Also bei uns ist es immer so, abends, ich blende mich mal ein, abends, dann, wenn sich das so langsam auflöst, jetzt kurz vor 18 Uhr, dann gehen welche, die wollen noch was essen gehen. Die gehen meistens zu irgendeinem veganen Restaurant oder einfach so veganes Fastfood-Restaurant und die klotzen dann nochmal rein nach dem Rohkost-Potluck. Das ist auch immer das für die Leute, die immer denken, Rohkost-Potluck, das sind jetzt nur Hardcore-Rohköstler da oder sowas. Aber das ist überhaupt nicht so. Ne? Das sind ganz normale Menschen. Es gibt auch Fleischesser hier, die auch Fleisch essen. Aber jetzt hier an dem heutigen Tag wird halt nur Rohkost gegessen. Bis auf das Stockbrot, was Anna mitgebracht hat, aber egal. Und ja, jetzt die Hälfte geht jetzt einfach in die Stadt und lässt den Abend dort schön ausklingen, was essen. Und die andere Hälfte kommt mit zu mir und wir spielen ein bisschen Werwolf vor allem. Machen vielleicht einen Redekreis, singen was. Und ja, wird auf jeden Fall, das geht bis tief in der Nacht. Manchmal kommen dann die gegessen haben, dann auch noch dazu. Und ja, bei mir in der Wohnung schlafen dann meistens sehr, sehr viele Leute, die keine Platzangst haben, weil wir schlafen Körper an Körper. Weil ich habe nicht viel Platz, das sind 28 Quadratmeter und es sind 10 bis 20 Leute. Könnt ihr euch ausrechnen, wie eng das wird. Und auch wieder beeindruckend, dass heute wirklich viele von weit her gekommen sind. Baden-Württemberg ist heute vertreten, also richtig tief aus dem Süden von Baden-Württemberg. Und Hamburg hat man heute vertreten. Und das ist einfach Nordrhein-Westfalen, 2 Leute, die sich leider nicht zusammengeschlossen haben. Deswegen immer bei Facebook vorher in der Gruppe schauen, Mitfahrgelegenheit. Also sonst einfach schade ums Benzin, ne? Schade für die Umwelt. Ja, und dann wäre ich jetzt einfach mal nach Hause. Vielleicht war es das, vielleicht gibt es einen kleinen Eindruck von zu Hause, mal sehen. War wieder sehr, sehr schön. Das Wetter war genial und ja, vielleicht seid ihr das nächste Mal mit dabei. Das sind Momente, die vergesst ihr nicht. Das ist einfach episch. So ein Rohkost-Potluck ist episch. Ich wünsche euch alles Gute. Gute Nacht. Kurzes Resümee vom Potluck. Wie war es, Potluck? Kurz. Und toll. Genauso wie das Resümee. Kurz. Ja, kurz und toll. Kurz und toll. Gut. Wann ist, wann ist das nächste Potluck? Ich glaube am 14. April. Gut. Diesmal ein bisschen eher. Alle Informationen, die ihr braucht. Kurz, toll und gut. Na dann, tschüss. Doch, ich bin hier nochmal gelandet beim Lami. Das soll wohl der beste vegane Döner sein, sagt zumindest. Ja. Das wird jetzt hier getestet. Ich habe schon mal gefragt, ist nicht rohköstlich? Naja, mal sehen.